Wir haben schon den Eindruck, dass sie da einen ziemlich coolen Kultscheiß machen. Juppie, hab gesurft und so ein bisschen geguckt, so Internet, weil in der Ultimo stand was über Fanny van Dunn, der geht ja jetzt auf Tour mit seinem neuen Album Alles gut, Motherfucker. Scheiße, das habe ich nicht gut, das TH, ne? Motherfucker, ah, das muss flüssiger kommen. Alles gut, Motherfucker. Was ist das für ein Albumtitel überhaupt? Ja, und auf diesem hat er dann ein Lied, Jemand blutet, und da geht es um rechte Gewalt. Rechte Gewalt, wir kennen das, sie steigt immer aus linker Sicht, und ich habe mich gefragt, geht es da wirklich in diesem Text darum? Und wie ist der Text denn so? Ist da vielleicht was hinter? Ist das vielleicht ein starker Text? Ist das sowas wie das Schrei nach Liebe-Pendant in unserer Zeit? Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Ist das das dringend benötigte Update zu diesem alten Anti-Nazi, Antifa-Gassenhauer, zu dieser martialischen, rockigen Deutschrock-Kampfansage gegen alles, was Nazi ist oder was man heutzutage auch dafür hält. Es ist ja Schrei nach Liebe, der missbrauchteste Song aller Zeiten, habe ich auf meinem Blog geschrieben. Abgesehen davon, dass der ja nun Klischee-Nazi behandelt. Also ich habe gedacht, okay, gibt es dem Ganzen mal eine Chance. Aber auf keiner der gängigen Lyrikseiten fand man dann den entsprechenden Text dazu. Aber dafür fand ich was von Frittenbude. Frittenbude, so irgendwie, statt auch in der neuen Ultimo, sind sowas wie, also da stand die Wahlberliner mit bayerischem Migrationshintergrund. Unglaublich komisch. Ja, aus Südbayern wahrscheinlich, ne? Die Wahlberliner mit bayerischem Migrationshintergrund, Fritten, namens Frittenbude, haben ein neues Album, nämlich, heißt Rote Sonne. Drauf ist irgendjemand zu sehen mit einem roten T-Shirt oder Pullover, irgendwas Langärmliches auf jeden Fall. Drüber gemalt ist so ein infantiler, hellblauer Smiley. Die Alte, das sieht aus wie Heiko Maas in weiblich. Wirklich genauso mit der Brille, das schäbige Gesicht. Naja, nur die Haare sind länger und noch ein bisschen mehr Weiblichkeit in den Zügen. Und ich habe dann den Text gefunden von Frittenbude, der einem dann da besonders ans Herz gelegt wurde. In der Rezension dort in der Ultimo von Elizabeth Kay geschrieben. Oder Elisabeth Kay mit A-Y. A-A-Y. Ich denke, man spricht das Kay. Hat ja auch irgendeinen Migrationshintergrund. Hat die sich auf irgendwas Englisches berufen. Auf jeden Fall der Schreibstil und so weiter. Hardcore-Feministin, Grünen-Wählerin und Buntisten, Bunti, Multikulti, Landversteherin und Fetischistin. So, kommen wir jetzt also hier zu Frittenbude. Was für ein Bandname. Das klingt nach intelligentem Deutsch-Rap. Und in der Rezension wurde halt auch erwähnt, dass sie die üblichen, dass es erfrischend sei, weil sie die üblichen Songstrukturen so aufweichten. Und Songstrukturen, die üblichen Songstrukturen aufweichen, die so normale Lieder haben, total progressiv in Anführungsstrichen. Das ist dann heutzutage übersetzt, weitestgehend auf Reime verzichten und irgendwie so sich allen Frust mehr oder weniger zusammenhanglos, mehr oder weniger so assoziativ vor sich hin von der Seele zu schreiben, zu rappen, zu brechgesanglichen da und das Ganze tatsächlich so klingen zu lassen, als sei man tatsächlich irgend so eine Dame von der Frittenbude, die nie irgendwelche künstlerischen Ambitionen gehabt hat. Ne? Nichts gegen Frittenbude ist ja toll. Ich weiß ja, Job ist Job und wenn es Leute gibt, die das gerne machen, ist ja auch nicht schlecht. Burger braten und Fritten zubereiten und so, warum nicht? Aber es klingt wirklich so wie so eine Person, die nie irgendwelche künstlerischen Ambitionen hatte, die nie irgendwie kreativ war, die einfach nur irgendwie da die normalen Nachrichten konsumiert und aber ohne Sinn und Verstand. Und da bleibt auch nicht viel hängen. Das, was so hängen bleibt,
Das ist dann sowas hier. So, die Dunkelheit darf niemals siegen. Frittenbude 2019. Part 1, Strophe 1 oder so. Sie sagten, dass sie uns wieder jagen. Dabei haben sie nie damit aufgehört. Ach so, Cut an dieser Stelle. Ich sag jetzt mal ganz klar vorweg, wenn ich das aufsage hier, versuche ich auf meine üblichen Zwischenkommentare zu verzichten, was übrigens sehr schwer fällt bei diesem Text. Sie sagten, dass sie uns wieder jagen. Dabei haben sie nie damit aufgehört. Rechtspopulisten, identitäre Faschos. Boxt man am besten direkt in die Isar. Wer in Sachsen geblieben ist, weiß, was es heißt, Angst zu haben. Aber alle anderen wissen es auch. Hauptsache keine geflüchteten Kinder mehr. Auf den Spielplätzen im Prenzlauer Berg. Oder was? Ich glaube, es hackt. Dann doch lieber 50 Euro an Sea Shepherd spenden und Viva Con Agua saufen. Gegen das schlechte Gewissen und für den stillen Protest. Denn die Dogmen überdauern Mauern. Am Ende des Tages sind überall Nazis. Egal ob bei Durch die Nacht mit oder bei Rock am Ring. Ja klar, braucht man da noch eine Restrealität im Eskapismus. 12 Stunden Haus für den Weltfrieden. Und dann ab nach La Gomera. In die paar beschissenen Höhlen und da kacken dann alle zusammen in die Büsche. Hungdumm und Deutschrap retten Existenzen. Goethes neue Deutschpoeten, ihr Wichser. Sexismus so sexy. Antisemitismus so swaggy. Ah, misogyne Vollidioten. Hauptsache AMG, Hauptsache hetero. Open Mic der dummen Pimmel. Yo Homo. Refrain? So, der Refrain von Jörg Mechenbier wird da gesungen. Kennt jeder. Ganz berühmter Mann, Jörg Mechenbier. Jörg Mechenbier, mit dem war ich auch schon mal ein Zechen, ein Bier. Ich traf dich morgens um 3:30, ich trank ein Bier, war lieb zu dir. Schau meiner Toleranz weiter beim Verbluten zu. Und sie blutet, sie blutet, sie blutet. Mache auf Kopf kaputt. Ihr macht auch weiter so. Einfach weiter so, einfach weiter so. Unsere Weise, unsere Weise. Wenn alles dunkel wird, steig niemals ohne Axt ins Boot. Niemals ohne, niemals ohne. Dann rudern gar nichts bringt, wenn die Idioten kommen. Die Idioten. Ausrufezeichen. So, jetzt der eigentliche Refrain. Die Dunkelheit darf niemals siegen, da die schweigen, immer schwiegen. Die Dunkelheit darf niemals siegen, erst nach dem Krieg kommt wieder Frieden. Die Dunkelheit darf niemals siegen, bis man beginnt, den Hass zu lieben. Die Dunkelheit darf niemals siegen, doch nach dem Krieg kommt wieder Krieg. Wow. Part 2. Was interessiert euch der Krieg von morgen? Hauptsache, man isst gesund und lebt und lecker. Bio ist dein Lifestyle. Es ist deine Entscheidung. Dein scheiß Privileg. Halt deine verdammte Fresse. Oder glaubst du, dass sich irgendjemand, der bei Bio Company arbeitet, das alles selbst leisten kann? Du Wichser. Halt deine verdammte Fresse. Ever notice how you come across somebody once in a while and you shouldn't have fucked with? That's me. Darauf erstmal ein Red Bull, die AfD unter den Energy Drinks. Data, why are you laughing? Jeder will hier Freunde, aber bitte keine Moslems. Lieber ein paar reiche Weiße. You're goddamn right. Früher mussten sie alle nach Berlin. Heute alle raus aufs Land zu Charlotte Roche. Charlotte Roche. Die Mutter Beimer der Generation. Alles wollen, aber nichts richtig können. Ihr macht immer noch irgendwas mit Medien, aber nichts mehr dagegen. 1000 Individualisten fahren im VW-Bus nach Portugal. Ein Konvoi der Hölle. Flüchten mal anders, ihr Trottel. Ein Versuch, nett zu sein. Ich will doch nur nett sein. Wieder der Refrain vom gesegneten Jörg Mechenbier. Schau mal der Toleranz weiter beim Verbluten zu, bla bla. Und sie blutet, sie blutet, sie blutet. Mache auf. Kopf kaputt. Ihr macht weiter auf. Ihr macht auch weiter so. Einfach weiter so, einfach weiter so. Wenn alles dunkel wird, steigt niemand ohne Axt ins Boot. Niemals ohne, niemals ohne. Weil Rudern gar nichts bringt, wenn die Idioten kommen, die Idioten. Die Dunkelheit darf niemals siegen, da die Schweigen immer schwiegen. Die Dunkelheit darf niemals siegen, erst nach dem Krieg kommt wieder Frieden. Die Dunkelheit darf niemals siegen, bis man beginnt, den Hass zu lieben. Die Dunkelheit darf niemals siegen, doch nach dem Krieg kommt wieder Krieg. Puh, durchhalten. Jetzt noch Part 3. Ja, was hilft dir deine Kreativität, wenn du nichts hast zu fressen? Perfekter Satzbau. Frisst du dann deine scheiß Tonkrüge oder deinen Postpunk? Du Künstler.
Oh, endlich mal nichts mit Wichser. Beyoncé lacht euch alle aus. Und mich auch. Verkauf deine Positionen oder dein Leben. Dein nächstes Projekt ist nur dein nächstes Projekt. Mach es zu deinem Projekt. Parallel dazu so viele Idioten in den Lokalen dieses schönen Landes. Born and raised in hell. Born and raised in hell, Germany. Euer Lokalpatriotismus bleibt der kleine Bruder des Nationalsozialismus. Und Bayern ist trotzdem am besten im Fußball. Da kann St. Pauli noch so viele Hoodies an Zahnärzte aus dem Umland verkaufen. Wenn die Hut brennt, werden sie alle zu Demokraten. Deutlich unterbewaffnet im Schanzenviertel. Und an Tagen wie diesen singt ganz Deutschland deine Lieder. Nie wieder, nie wieder 10 kleine Jägermeister. So, der Refrain, schau meiner Toleranz beim Verbluten zu und sie blutet, mach auf Kopf kaputt. Ihr macht auch weiter so, wenn alles dunkel wird, steigt niemals ohne Axt ins Boot, niemals ohne, weil Rudern gar nichts bringt, wenn die Idioten kommen, die Idioten. Die Dunkelheit darf niemals siegen, da die Schweigen immer schwiegen. Die Dunkelheit darf niemals siegen, erst nach dem Krieg kommt wieder Frieden. Die Dunkelheit darf niemals siegen, bis man beginnt, den Hass zu lieben. Die Dunkelheit darf niemals siegen, doch nach dem Krieg kommt wieder Krieg. Bla 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 bla. Wir sind durch. Noch ein klein bisschen, es fängt ja schon so toll an, sie sagten, dass sie uns wieder jagen. Man kann das natürlich bewusst in den falschen Hals kriegen und das wörtlich nehmen. Ich glaube, darüber den Punkt sind wir schon weg. So, dann, ja, dabei haben sie nie damit aufgehört. Schon der zweite Vers der ersten Strophe, wenn man so will, ist ziemlich behämmert. Ja, und dann wird natürlich hier alles in einen Topf geworfen. Hier, Rechtspopulisten, Identitäre, Faschos, ist alles dasselbe. Auch schön, diese Pauschalisierung. Während man es der Gegenseite vorwirft. Ja, tue immer das, was du der Gegenseite vorwirfst, oder, ne? Oder wie heißt der Spruch? Rechtspopulisten, Identitäre, Faschos, boxt man am besten direkt in die Isar. Also auch hier wieder die unverhohlene Aufforderung zur Gewalt. Es vergeht kein Lied von diesen Leuten. Es ist kein Lied dieser Linkspopulisten und linksgewichsten Antifa-Schweine und dieser Sympathisanten, wo nicht mal zur Gewalt aufgefordert wird. Kein Lied, das irgendwie mal deeskalierend wirkt oder so. Ich höre nie von einem Lied, hey komm, lass uns mit den Leuten reden und sie vernünftig in sachlicher Weise, ohne zu schreien und ohne irgendwie auszurasten, von unserer Sicht überzeugen. So ein Prinzipien unserer Weltanschauung, sondern direkt her, einfach in die Isar boxen hier, ja! Ich weiß nicht, hilft das wem? Hat das schon mal geholfen? Denn genauso haben die Nazis ja auch gemacht. Die Nazis haben nicht Leute in die Isar geboxt, aber sie haben zur Gewalt aufgefordert. Und sie haben sehr einfach pauschalisiert, sie haben einfach alle über einen Kamm geschoren. Sie haben alles gleich gemacht, keinen Unterschied zwischen Rechtspopulisten, Identitären und wirklichen Faschisten, also abgekürzt Faschos hier. Abgesehen davon, dass die Reimstruktur total gaga ist, also auch kaum irgendein wirklich realer Reim. Wahrscheinlich, wenn man es sich anhört, ist das ähnlich wie bei KIZ, da fällt das gar nicht groß auf, dass da gar keine vernünftigen Reime sind. Und ich meine, ich finde schon, man sollte bei so einem Erzeugnis durchaus irgendwie einen Reim wahrnehmen können. So, wer in Sachsen geblieben ist, den Satz finde ich besonders bedenklich, bemerkenswert. Wer in Sachsen geblieben ist, weiß, was es heißt, Angst zu haben. Aber alle anderen wissen es auch. Aha. So, hier. Hauptsache keine geflüchteten Kinder mehr auf den Spielplätzen im Prenzlauer Berg. Wenn Prenzlauer Berg-Juppies unter sich bleiben wollen, und das sind ja meistens eher die Gutmenschen, nicht? Das sind ja Prenzlberg. Das sind doch eher nicht so die Nazis unbedingt, oder? Also die greifen ihre eigenen Leute schon an jetzt mittlerweile, wenn sie sagen, hier, Hauptsache keine geflüchteten Kinder mehr. Das ist das, was eure Seite will, was Leute, die sich euch zugehörig fühlen, eurer ideologischen Ausrichtung, die sehen das so. Abgesehen davon, die meisten Kinder, die hier sind, sind nicht Geflüchtete. Die Geflüchteten sind meist junge Männer im wehrfähigen Alter. Längst keine Kinder mehr. Oder auf der Schwelle zum Erwachsensein. Oder sogar noch viel älter, sich aber verkaufend als 17-Jährige. Das ist so behämmert, ehrlich. So, ach hier, doch dann lieber 50 Euro an Sea Shepherds spenden und Viva Con Agua saufen. Viva Con Agua ist das, glaube ich, eine Wassermarke, eine Mineralwassermarke. Aber ich glaube, das ist hier diese berühmt-berüchtigte Doppeldeutigkeit, die sich in solchen Texten auch typischerweise wiederfindet. Das halten die für clever und denken so, ja cool, das kann man doppeldeutig verstehen. Nämlich Viva Con Agua, ne? Leben mit Wasser übersetzt, soweit das meine
noch sehr überschaubaren Spanischkenntnisse zulassen. Das Gegenteil ist Sinn, ne? Viva sin agua, Leben ohne Wasser. Ja, Leben mit Wasser im Sinne von, ja, ne? So nach dem Motto, die Leute da ersaufen lassen. Oder es billigend in Kauf nehmen, dass man die Leute da, dass die Leute da ertrinken in den morschge und leckelaufenden Flüchtlingsbooten und dann lieber Sea Shepherd da unterstützen. Ja, ob jetzt Sea Shepherd rettend unterwegs ist oder genau andersherum, weiß ich jetzt nicht. Und es ist mir auch egal. Ich glaube nicht, dass das hier eine Rolle spielt. So, gegen das schlechte Gewissen für den stillen Protest, bla bla. Die Dogmen überdauern Mauern. Am Ende des Tages sind überall Nazis. Das habe ich nicht ganz verstanden. Im Sinne von, meinen die das so? Oder ist das jetzt auch wieder nur so eine satirische Überspitzung? So, egal ob bei Durch die Nacht mit oder bei Rock am Ring, wieso sind da Nazis? Meinen die Freiwildauftritte? Oh Mann. Wie oft muss man eigentlich noch sagen? Oder klar machen, dass Freier Wild nicht automatisch eine Nazi-Band ist, nur weil sie ein paar patriotische Texte. Nur weil sie ein paar patriotische Texte in ihrem Repertoire haben, mein Gott, Mann. Schön, dieses einseitige Denken dieser Personengruppen. So. So, und ein paar beschissene Höhlen, da kacken dann alle zusammen in die Büsche, ja, ist auch klar. Hangdrum und Deutschrap retten Existenzen. Goethes neue Deutschpoeten, da ist freilich was dran, denn man kann ja diesen neuen Songpoeten, wie sie sich jetzt nennt, wo es ja auch die Hitgiganten-Redaktion da irgendwie diese Plattenfirma dazu getrieben hat, da auch mal eine eigene Kompilation rauszubringen, die ich mir als treuer Sammler dieser ganzen Reihe nicht kaufen werde. Genauso wenig wie diese Popschlager-Scheiße, also weil ich stehe einfach dann doch nicht auf alles, obwohl ich sicherlich für vieles zu haben bin. Insbesondere natürlich aus den 90ern, denn ich bin ja Kind der 90er. Ja, und 80er auch. So, Goethes neue Durchpoeten, ihr Wichser. Ja, im Sinne von, die sind denen wahrscheinlich dann nicht politisch genug, weil die da irgendwie Wohlfühlsongs machen. Aber das passt ja genau in diese Generation. Das passt ja genau. Entweder man ist total unpolitisch und idiotisch und denkt sich, hey, Refugees welcome und irgendwie ohne über die Folgen mal nachzudenken. Ja, entweder man ist so scheiße drauf oder ja, und man ist so realitätsfern so und alles bunt und alles gut und das wird eine strahlende Zukunft für alle und Hauptsache gegen Kapitalismus irgendwie sein, ohne zu wissen, was für Alternativen es gibt oder ohne zu wissen, dass die Alternative Sozialismus zum Beispiel auch nicht unbedingt das Allergelbste vom Ei ist, ja, und das auch nicht gerade so in goldene Zeitalter geführt hat, ne? Wenn man jetzt mal so in der Geschichte zurückschaut oder mal so schaut, wo es noch solche Systeme gibt. Ja, dann Sexismus so sexy, Antisemitismus so swaggy, weiß ich nicht. Zum Thema Antisemitismus komme ich gleich noch. Das ist ein anderes Themenfeld. Da muss ich mich anders. So misogyne Vollidioten, ja, also frauenfeindliche Vollidioten, wer denn jetzt? Hauptsache AMG, wahrscheinlich dieser Mercedes da. Hauptsache hetero, Open Mic der dummen Pimmel, das ist... Ja, ich weiß nicht, ob es jedem von uns bösen Patrioten, wie man uns nennt, in diesem schönen Mischwort aus Patrioten und Idioten, ich weiß nicht, ob es uns immer allen darum geht, bloß hetero zu sein und frauenfeindlich automatisch und die Frauen zu knallen. Also ich für meinen Teil lehne das gänzlich ab, dieses Machohafte. Ich lehne es aber auch ab, dass aus Männern regelrechte nicht nur Weicheier werden, sondern regelrechte feminine Etwas, die irgendwie so zwischen weiblich und männlich da so hin und her changieren und überhaupt nicht mehr wehrfähig sind, wenn es mal darum geht, sich gegen einen übergriffigen Rapefugee zu verteidigen, der einen angreift, weil man ihn böse angeguckt hat, angeblich böse, oder weil man, weil er einen berauben will oder weil er die Freundin, die man an seiner Seite hat, knallen will, beziehungsweise vergewaltigen halt, ne? Auf Deutsch gesagt. Und all dieses, also ich weiß nicht, ob das unbedingt so ist. Ich weiß nicht, kann man als Schwuler auch Patriot sein? Gut, ich meine jetzt der Publizist David Berger mit seinem exzellenten Blog Philosophia Perennis, der ist schwul. Es gibt also überall solche und solche. Das ist eine erfrischende Ausnahme. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand verlangt hat, insbesondere bei dem Frauenmarsch, bei dem er auch war, das war vor 2 Jahren im Februar. Ich weiß wirklich nicht, ob das den Leuten da, die ihn da auch eingeladen haben als Redner, denn hat ja auch geredet, ob es denen dann auch unbedingt drum ging, ob er jetzt schwul ist oder dass er sich pro forma nach außen hin zumindest zum Hetero-Sein bekennt, weiß ich jetzt nicht. Ja, Toleranz beim Verbluten zusehen, übrigens der Vorrefrain, wie ich das hier sehe. Da ist wiederum was dran,
Sie blutet. Denn ja, wir sehen ja unsere Toleranz beim Verbluten zu. Wir sind omnitolerant gegenüber jedem Scheiß. Wir hinterfragen nichts mehr. Wir reflektieren weder uns selbst noch irgendjemand anders. Wir reflektieren nicht darüber. Wir sinnieren nicht mal drüber nach, ob es irgendwie negative Auswirkungen hat, was wir hier erleben mit Islam und Co. Wir lassen nicht mal die Möglichkeit zu. Es wird ja sogar verboten, darüber zu reden. Das wird ja immer dann verkauft, die Religion des Friedens, und das hat nichts mit dem Islam zu tun. Und die Terroristen sind alle psychisch verwirrte Einzeltäter und bla bla bla. Blub, blub, blub. Ja, da schaue ich meiner Toleranz beim Verbluten zu, wenn ich das alles so hinnehme. Ich möchte eigentlich nicht so hinnehmen. Ich bin auch diesen Leuten gegenüber nicht tolerant. Ich bin überhaupt nicht tolerant gegenüber dem Islam. Ich verachte den Islam zutiefst. Und ich verachte auch all seine Angehörigen. Wie es die vulgäre Analyse empfohlen hat, natürlich unterschiedlich stark. Die Gemäßigten unter denen, die paar wenigen wirklichen Gemäßigten, verachte ich so gut wie gar nicht. Ich sehe zumindest in denen sozusagen auch Verbündete im Kampf gegen den radikalen Islam, gegen den politischen Islam, wie ihn manche Verharmlosend nennen. Und dann gibt es natürlich diese ganzen Salafisten, Islamisten, diese ganzen Hassprediger in den Moscheen und diese verknöcherten konservativen Imame, die gehen mir alle total auf den Piss. Und am schlimmsten und am widerwärtigsten finde ich diese Terroristen. Und wenn es darum geht, deren Leben oder meins, bevorzuge ich meins. Aber so ist das irgendwie beim Deutschrap. Da wird ein paar Mal ihr Wichser eingestreut, ihr Hurensöhne und was weiß ich noch alles, und fertig ist die Kiste. Kommt nichts Konstruktives bei rum. Und das reiht sich ein in die endlose Reihe der Mainstream-Medien, die auch nicht mehr vernünftig recherchieren, die einfach nur noch hetzen und hecheln und heucheln. Jeden fertig machen, der nicht auf Linie ist. Ist immer überall schon derselbe Mist. Auch sonstige Publikationen jeglicher Art. Das geht auch hin bis hin zu den Universitäten. Das geht auch bis hin gesamten Bildungsprogramm, das man hier absolvieren kann in dieser beschissenen Bundesrepublik, die wirklich beschissen geworden ist. Das Land, das man mal so lieben konnte, weil es mal wirklich tolerant war, weil es wirklich mal bunt war. Aber weil es mal so bunt und tolerant war, dass man es noch unterscheiden konnte, dass es nicht einfach in Beliebigkeit ausartete, sondern dass man noch irgendwie da eine vernünftige Basis hatte, dass man noch Gesetze hatte, an die sich gehalten wurde, dass man noch eine wirkliche Vielfalt hatte und nicht nur überall Islam sich ausbreitet, nicht nur überall sich diese eine Monokultur hier ausbreitet und man das verkaufen will als das neue, bunte, bessere Deutschland. Verflixt nochmal. Meine Toleranz blutet da langsam auch aus. Ich finde da auch keine diesbezüglich. Was habe ich mit diesen Leuten gemeint? Eigentlich. Und nicht den Eingebildeten, nicht denen, die einfach nur was dagegen sagen. Und deswegen schon automatisch eingeordnet werden in diese Kategorie. Verflixt noch eins. Der Bundespräsident, man soll miteinander reden. Ja, aber ich mag ja auch die echten Nazis nicht. Ich mag die nicht. Ich mag nicht die Leute, die rassistisch sind, so sagen, hier Ausländer raus und diesen ganzen Scheißdreck. Da stehe ich nicht hinter. Aber ich sage, kriminelle Migranten weg von hier. Bitte hinaus. Und zwar nicht, weil ich die nicht mag oder so. Oh, gut, das auch. Aber vor allen Dingen also aus Selbstschutz. Weil wir uns langsam mal selbst schützen können und sollten. Das ist unser legitimes Recht, das zu tun. Wir müssen uns schützen vor diesen Dingen. Wir müssen uns schützen vor dem negativen Einfluss. Vor dem negativen Einfluss des Islam, des Ausufernden, auch von ganz rechts. Da kommt eine Bedrohung, aber die ist relativ klein, weil mittlerweile wird ja jeder da eingeordnet. Und das Problem ist, dass, was dabei entsteht, dass die Grenzen dann auch verschwinden. Und dass dann vielleicht wirklich rechte, wirklich inakzeptable Meinungen und Haltungen und Weltanschauungen dann so langsam aber sicher in den Mainstream einsickern. Weil ja alles beliebig gemacht wird. Und das ist immer von solchen neulichen Leuten. Das ist immer dieses, die scheren alle über einen Kamm. Und dann kommt eben dabei dann irgendwann was raus. Und wenn man den Begriff Nazis und Rechtspopulisten oder auch Rechtsradikale, wird ja jetzt in den Mainstream-Medien auch oft kolportiert, oder Feinde der Demokratie, ja, wenn man all diese Begriffe so missbraucht und überstrapaziert und immer mehr abnutzt, so inflationär verwendet, dann wird das irgendwann auch harmloser. Und dann haben wir irgendwann hier noch eine ganz andere Partei als die AfD stehen. Und was heißt überhaupt im weiteren Textverlauf?
Red Bull sei die AfD unter den Energydrinks. Was zum Teufel soll das bedeuten? Und wenn dann die SPD darüber sinniert, doch irgendwie, man könnte doch das Wahlrecht einschränken oder irgendwie, also so gewisse, ne, so nach dem Motto, man müsste irgendwie, dass gewisse Personen nicht mehr wählen. Oder wenn de facto die Demokratie so ausgehebelt werden soll in der Weise, dass die Parteien dann gefälligst Frauenquoten einführen sollen und dann 50% des Parlaments sollen dann aus Frauen bestehen. Egal, ob die jetzt dafür geeignet sind oder nicht. Egal, ob es besonders viele Frauen gibt, die sich für die Politik entscheiden oder nicht. Wenn dann 50-50 sein soll und das dann nur erreichbar ist, natürlich, weil momentan wäre das eben nur erreichbar, indem man nicht demokratische Mittel anwendet. Und das soll alles so, das wird alles ernsthaft diskutiert. Ernsthaft. Das ist ernsthaft auf deren Plan, gerade bei der SPD. Damit macht sich die SPD nicht einfach nur unwählbar, sondern es ist einfach eine Farce. Wenn diejenigen, die als Feinde der Demokratie beschimpft werden, weitere demokratische Strukturen fordern, beispielsweise direkte Volksabstimmungen bei einigen wichtigen Themen und nicht nur alle 4 Jahre oder alle paar Jahre mal da irgendwie entweder lokal da jemand wählen. Gut, das wird zu weit führen. Ich habe schon viel zu lange gequatscht. Der Rest des Textes spricht einfach auch für sich selbst. Ich denke, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Ist halt dummer Scheiß. Ist halt irgendwelche Jugendlichen, die sich da, ja, Gedanken machen, so in der beschränkten Art und Weise, wie sie es gerade so können. Was bleibt dazu noch abschließend? Die haben natürlich einen gewaltigen Schatten und das ist nur ein Songtext von vielen dieser Art. Und wo teilweise auch noch unverhohlener zur Gewalt aufgefordert wird. Ich habe fertig.